Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Stefan mit den Channel Meyers TV84, aber erstmal ja. Es geht hier heute um das Thema Rettungsdienstfortbildungen, Weiterbildung, Fortbildungen, Ausbildung. Ausbildung selber, wie gesagt, über verschiedene Schulen, die machen das dann schon entweder mit dem Vermittlungsgutschein oder Bildungsgutschein vom Jobcenter oder man bezahlt es selber, ist aber teuer. Ihr bringt was? Nee. Wie gesagt, das ist aber teuer, aber heute spezifisch auf die Sachen mit den Fortbildungen. Weil es viele Krankentransporter sagen sich in dem Falle, die stellen Fortbildungen da, auf ihrer Homepage und so weiter, machen aber nie welche. Und wenn man dann welche machen will, wird dann gesagt, wir haben ja nicht die finanziellen Möglichkeiten dafür. Und solche Geschichten, die Firmen finden tausende Ausreden dafür. Das ist ganz normal, weil das kostet alles Geld. Das kostet alles Zeit, die wollen das alles nicht und dann, die wollen aber nur mal kurz eine Kartoffelschubse hier mal haben und dann reicht das vollkommen aus. Und man muss sich auch in dem Falle fortbilden. Da bietet zum Beispiel die Berliner Feuerwehr ein ganz gutes Konzept da, weil zum Beispiel auf der berlinerfeuerwehr.de links unten, jetzt gehe ich mal zurück hier, damit ich das nochmal ganz genau sagen kann. Ja, Berliner Feuerwehr, auf der Homepage. Da steht hier erstmal, wir retten Berlin, seit 1851. Dann ist hier die Kategorie Service mit den Mediatek und so weiter. Und darunter ist die Kategorie Rettungsdienstfortbildungen. Dann geht man hier auf den Link mehr. Und dann werden einen Termine vorgeschlagen. Diese Termine sind meist kostenlos. Man muss sich nur anmelden in der jeweiligen Stelle. Jetzt zum Beispiel ist am 4.12. Okay, na gut, 4.12. ist schon vergangen. Am 11.12. jetzt zum Beispiel Notfallmedizin, dieser Termin entfällt. Aber am 17.12. ist zum Beispiel Winternotfälle, es wird wieder kalt im Klinikum Urban und solche Sachen. Solche Sachen sind kostenlos oder man muss nur einen geringen Beitrag zahlen. Man muss sich vorher anrufen, man kann den Termin machen. Deswegen liebe Arbeitgeber. Das mit den Fortbildungen ist nur eine billige Ausrede, weil man einfach zu faul ist, irgendwas zu machen, um seine Mitarbeiter im Endeffekt zu binden und fortzubilden und sowas. Es gibt Möglichkeiten, verweist euch selber mal auf die Berliner Feuerwehrseite und schickt eure Mitarbeiter dahin, jeweils, wenn derjenige dann vielleicht frei hat oder sowas. Das machen die gerne, die betteln schon, viele Mitarbeiter betteln danach. Das zu machen, haben aber nicht die Möglichkeit vielleicht, weil ständig irgendwas dazwischen kommt, beruflich. Von daher räumt den einfach mal die Stunde ein und lasst die mal dahin. Das ist eine ganz gute Sache, weil vor allen Dingen, die Firmen müssen dafür nicht zahlen. Das geht alle vom Land Berlin aus. Okay, mehr konnte ich erstmal noch nicht dazu sagen. Ich habe das erstmal nur noch gesehen und wollte das einem im Endeffekt nur mitteilen. Gut, viel Spaß euch noch. Tschüss.